Servus und herzlich willkommen zurück zu Mountain Blade 2 Bannerlord mit mir, dem Eagle, und mit der Tochter des Wolfs, die sie aktuell in Valanby aufhält. Ja, eine durchschnittlich wohlhabende Stadt. Sieht soweit alles ganz ordentlich aus, haben wir gerade frisch erobert. Und ja, ich bin jetzt halt echt am Überlegen. Ich meine, wir haben das letzte Mal einen Königstitel annektiert. Und dann hat sich Kharas wieder gelöst. Ich weiß nicht, ob das irgendwie damit zusammenhängt, dass wir halt da nicht überall legal Herrscher sind oder was. Ich weiß es nicht. Ich muss mir das gerade mal nochmal angucken hier. Claim. Ja gut, dann claim ich mir das halt. Management. Was haben wir hier? Martial Law. Das würde jetzt die Security erhöhen, warte mal. Sicherheit, ja, Sicherheit geht natürlich runter. Banner Kings. So, Economy. Criminal Policy Execution, Alter. Nee, 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 nee. Machen wir hier mal Martial Law. Enlistment. Der Rest passt soweit. Das können wir jetzt erstmal so lassen. Aha. Und ich glaube, den muss ich noch besiegen, damit wir jetzt hier endlich mal unseren Frieden bekommen. Wenn wir ihn nicht unterwerfen. Ich meine, es wäre natürlich, das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Es wäre eine Möglichkeit, diesen Clan zu unterwerfen und ihm Valanby zu lassen. Oder wir rotten ihn einfach raus. Stop there, stranger. I bid you peace. So, mein Freund. Ja, Control for... Mann. Ja, nee, dann mach ich dich weg. Wenn du dich da mir nicht unterwerfen willst. Gut. Dann haben wir jetzt ein Seegefecht oder was? Wie läuft das jetzt ab? Bin ich auch mal gespannt. Ah, okay. Nee, 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 nee. Das ist einfach nur... Oh, scheiße. Jetzt habe ich den schon wieder dabei. Warte mal. Kann ich die Truppen zurückziehen? Bereit. So. Moment. Pass auf. Pass auf. Dann setzen wir den mal kurz hier bei Valanby ein. Lehen. Valanby. Kann während einer Begegnung nicht durchgeführt. Oh. Gut, müssen wir jetzt nochmal machen, sorry. Ja, weil der kriegt mir ja nur, der kriegt mir ja nur aufs Maul hier. Also, pass auf, das Messer. Okay. Aus irgendeinem Grund hat der gar nichts an. Ja, gut. Ist jetzt halt so. Kann ich jetzt auch nicht ändern. So, pass auf. Dann machen wir euch jetzt weg. Auf geht's. Da muss ich jetzt diesmal wenigstens nicht auf den aufpassen. So. Ah, ach ja, richtig. Die beiden muss ich ja, um die muss ich mich ja auch noch kümmern. Ich erinnere mich. Fernkampfwaffen, Präzisionsmalus. Achso, jetzt leite ich die berittenen Bogenschützen. Na gut, von mir aus. Ist jetzt auch nicht so wild. Schöne breite Linie. Ja, lose Formation bitte. Ja, irgendwie so halt. Die Jungs auf der Seite. Die Jungs auf der Seite. Und dann noch meine berittenen Bogenschützen so irgendwie. Ist ja oder so. Ist ja auch egal. So. Meine Bodyguards, die bleiben mal weg. Forward! Shields up!
So, wo sind sie denn? Trauen die sich her? Ich probiere einfach mal, die ein bisschen rauszulocken hier mit meiner Kavallerie. Kommt mal zu mir. Auf meinen Befehl! Also dann. Wo ist denn ihre Kavallerie? Na doch, da an der Seite. Die Kavallerie ist hier an der Seite, ja. Ja! Oh mein Gott! Oh, es ist wie mit dem Wolf früher. Oh, ist das geil! Jawohl, Alter. Entscheidet das Kavallerie-Battle für uns und Vlandia ist wehrlos. Mart has fallen in battle. Zieht euch mal raus hier. Zieht euch raus. Das ist auf Dauer ungesund. Jawohl! Taiping ist eine Stufe aufgestiegen. Sehr schön. Interessant, ich habe eine andere Farbe. Wie habe ich denn das geschafft? Oh, diese Axt ist geil. Oh, es ist wie mit dem Wolf früher. Ist das schön. Okay, zwei Tote. Vlandrische Karawanenwache, ja, das ist okay. Ja, kommt mal alle mit. So. Ja, wunderbar. Und es reicht sogar, um alle Gefangenen mitzunehmen. Klasse. Ja, läuft. Läuft bis jetzt sehr gut. Dann nehmen wir die Kühe mit. Wir nehmen hier die Renner mit. Und der Rest geht an die Truppe. Dankeschön. Es war mir wieder mal ein Vergnügen. Jawoll. Ja, es sind doch einige im Kampf jetzt draufgegangen, ne? Denen haben wir es ordentlich gegeben. Hier, Medizin. Dem Tod entkommen. Oh ja. Wir wollen ja möglichst alt werden hier. Der Weg des Sattels. Taiping kriegt noch einen Punkt. Und den Bogen. Ah, das ist der Trade. Ihr könnt nun alle Bögen zu Pferd verwenden. Das ist, glaube ich, das, was Corain immer hatte. Ja, klar. Cool. Dann gehen wir noch auf Elan. Dann kriegst du hier noch was. Reitkunst, Athletik. Sehr gut. Doch. Sehr, sehr schön. Und ja, im Prinzip wollte ich gerade sagen, was ist denn jetzt, okay, hier wurden einige Clans vernichtet? Okay.
Am achten Tag im Herbst 1096 ist dein Reich gefallen. Königreich Vlandir gibt es nicht mehr. Ah, das waren die ganzen... Ah, okay. Das ist jetzt der einzige Gegner, der für uns hier gerade noch übrig ist. Warte mal, der muss ja in irgendeinem unserer Kerker rumsitzen, oder? Warte mal. Ja, aber wo wurde der gefangen genommen? Naja, gut. Egal, wir hauen jetzt erstmal alles weg. Wir hauen die Leute jetzt hier erst einmal weg. Mal kurz hier gucken, zur Festung, zum Verlies. Moment mal. Ach, ihr habt die aufgenommen oder was? Oder warum sitzen die da im Knast? Warum sitzt ihr alle im Knast? Ihr seid ja alle aus Clans, mit denen ich gar nicht im Krieg bin. Warum? Warum? Fragezeichen? Gut, andererseits, solange sie im Knast sind, können sie mir nicht schaden. So, dann machen wir hier für Gefangene verkaufen. Kurz gucken, ja, was gibt's so? Hm. Nicht so wirklich, ne? Mal kurz gucken. Wir sind Level 61 mittlerweile. Oi, wir sind gut. Ja, okay, warte mal. Da müssen wir mal kurz umbenennen. Und außerdem muss ich die Musik auf meinen Kopfhörern leiser machen. Alter. So, warte mal. Schmiede betreten. Nee, Truppen rekrutieren. Ah, das gehört ja mir. Kann ich also ohne schlechtes Gewissen hier machen. Ah, okay. Das war wieder ein bisschen zu viel gewollt. So, dann schauen wir doch mal. Was wollte ich denn machen? Banner Kings, genau. Cortanian Vlandia. Oh nein. Klar, ein Clan, den es nicht mehr gibt, der mag mich nicht. Wie schrecklich. So, sieht soweit bis jetzt ganz gut aus. Ja, definitiv. Es, gut, County of Oxhall. Es könnte sein, dass ich einmal gegen Batania deswegen in den Krieg ziehen muss. Aber aktuell will ich das noch gar nicht. Sehe ich gar keinen Grund. Also, meine, hier haben wir uns jetzt nun wirklich so ziemlich alles in den Baum geholt, oder? Ja, fast alles. Gut, dann schauen wir mal, was... Achso, ja, hier wegen unseren Begleitern, da war ja was, genau. Mal zum Clan. Also, jetzt haben wir ja wieder mal ein paar. Also. Ja, die sieht natürlich... wir kennen diese Optik bereits. Das ist, glaube ich, dieselbe Optik wie bei Morwena der Heldin, oder was? Oder, warte mal, sehen die gleich aus? Ja, die sehen quasi gleich aus. Oh nein, die eine ist barmherzig. Oh, das ist nicht gut. Die wird mich nicht mögen. Die wird mich absolut nicht mögen. Ehrlich und barmherzig auch noch. Ach du Scheiße. Also, das könnte eventuell ein Problem geben. Ich meine... Wir können es natürlich auch uns denken, es ist komplett egal. Aber ja, deswegen hat die auch schon ein Verhältnis von minus 2. Okay, die Anvil. Also erstmal benennen wir dich um. Fangen wir mal damit an. Edit Appearance. Ach so. Ja gut, komm. Allein damit ich euch auseinanderhalten kann. Du kriegst... Was weiß ich? Du kriegst jetzt mal eine andere Frisur.
irgendwas, was halbwegs noch was aussieht. Komm. Ja, das ist... Komm, irgendwie so. In Rot von mir aus. Und, ja, ein bisschen, glaube ich, können wir am Gesicht noch rumschrauben, aber das spielt jetzt nicht so sehr die Rolle. Komm, die Augenfarbe können wir noch ändern. So, fertig. Passt. Kann man die zumindest halbwegs auseinanderhalten hier. So, gut. Und des Weiteren wollte ich ja noch den Namen ändern, genau. Du bist jetzt einfach mal... Na, Gwyneth. Was ist denn das für ein Name? Keine Ahnung, Gwyneth. Irgendwas mit G. Na gut, von mir aus, dann heißt er halt Gwyneth. Ist irgendwie, also ich finde den Namen zwar bescheuert, aber egal. Du heißt jetzt aber nicht der Amboss, weil wir haben schon einen Amboss. Du heißt jetzt der Hammer. Echter Pornoname. Immer wieder schön. So, und dann haben wir hier noch... Sian Vena. Ach nein, du heißt einfach Saskia. Du heißt Saskia... Was war Scarlett nochmal? Scharlach, ne? Saskia Scharlach. Das klingt irgendwie... Als könnte das auch so eine Lehrerin sein oder so. Frau Scharlach, was haben wir in Mathe auf? Aber ist okay. Gut. Okay, dann lassen wir die beiden mal so. Beziehungsweise ich überlege gerade, ob ich die nicht auch noch optisch durch die Ausrüstung unterscheiden lassen soll. Wo haben wir sie denn? Saskia Scharlach. Ach, die hat hier diese klassische Berserker-Rüstung an. Genau, den Heavy Berserker-Helmet und so weiter. Ja gut. Pass auf, du kriegst eine andere Rüstung. Die Werte sind zwar zugegebenermaßen echt pornös, aber... Hey, komm. So, die Waffen kannst du behalten, aber... kriegst jetzt mal was anderes hier. Was ist das für ein Helm? Der sieht eigentlich ganz cool aus, aber den Hammer möchte ich eigentlich in eine Stadt reinsetzen. Oder in eine Burg. Irgendwo, wo sie mir nicht im Weg umgeht. Da kann sie so barmherzig sein, wie sie möchte. So, hier, da kriegst du so ein Handguard oder was. Kriegst du einen Hochland-Kronenhelm von mir aus. Dann, also wir sortieren nach Typus. Hier, Typ. Brigantine beim Kettenhemd. Nee, das sieht komisch aus. Das sieht noch komischer aus. Ja gut. Warte mal, dann haben wir hier sonst noch irgendwie eine Möglichkeit. Ach, dann kriegst du meine alte Rüstung. Andererseits, für jemanden, der nicht kämpft, das ist eigentlich eine Verschwendung. Ach komm. Von mir aus, nimm mal die hier, dann kriegst du was anderes als diese komische Armplatte. Kriegst du... Nee, sieht auch scheiße aus. Von mir aus kriegst du sowas. Dann kriegst du hier noch Plattenhandschuhe. Plattenstiefel oder was. Oder Steel Greaves. Obwohl, 34 Panzerung ist dann auch wieder Verschwendung. Na gut, komm. Kriegst du die hier. Spielt ja keine Rolle. So. Einmal das hier. Und für privat kriegst du... Keine Ahnung, ist auch... Da ist es wirklich egal. Da kriegst du das hier. Jetzt zimmer das mal aus. Dann kriegst du irgendwelche Handschuhe halt. Achso, nee, die ragen ja rein. Das ist ja auch blöd. Ach Gottchen, ich mach's mir wieder unnötig kompliziert. Naja, komm. Von mir aus dann so. Weg mit den Dingern. Gute Beinschoner oder was? Ja. Gute Beinschoner, dann kriegst du hier noch Handschuhe passende. Ja, mehr oder weniger. So. Ja, das sieht besser aus. Gut. Wenn ich jetzt schon mal dabei bin. Ja,
Aber ich glaube, dieses Mal ist es kein Bug. Ich habe einfach nur dieses Mal keine... keine Sachen drin gelockt, oder? Mal kurz zum Handeln gehen. Hatte ich die Ritterlanze nicht eigentlich gelockt? Aber naja, gut, ist ja egal. Pass auf, dann kriegt sie noch hier für einen Zweihänder, kriegt sie einen zulaufenden Zweihänder. Einen zulaufenden Zweihänder. Genau. So. Genau, kriegst du einen zulaufenden Zweihänder, das kommt weg. Und ansonsten brauchst du ja eigentlich nichts, ne? Noch so vielleicht... Ich überlege gerade, brauchst du da noch irgendwas? Aber nee, brauchst du eigentlich nicht. Einen Helm brauchst du noch. Frage ist nur, was für ein Helm? Sieht irgendwie blöd aus. Western Lord Plant... Nee, das... Ist eigentlich ziemlich egal. Er passt halt. Das passt ja wirklich so gar nicht zum Rest. Irgendwie schaut es sehr süß aus. Ach komm, wir lassen das so. Das ist okay. Jetzt noch für die Schulterplatten irgendwas Sinnvolles. Hier vielleicht. Nee. Sieht man nicht mal richtig. Komm. Ja, da kriegst du hier so ein Fell. Da passt jetzt das nicht mehr dazu. Da kriegst du dafür dann... Keine Ahnung, kriegst du den Helm hier. Der sieht doch ganz nett aus. So. Wunderbar. Jetzt ist endlich mal fertig hier. Schwere Geburt. So. Und ansonsten überlege ich gerade noch, wie sieht's da aus? Saskia Scharlach kann eigentlich so bleiben. In diesem Knallrot. Warum nicht? So. Passt ja. Scharlachrot, ne? Man kennt die Farbe ja. Ja, ich glaube, Gwyneth wird auf Dauer keinen Spaß bei mir haben. Aber mal sehen. Wir können uns auch mal mit der unterhalten. Stimmt, das können wir auch. Da können wir ja mal einen Turniersieg widmen. Dann haben wir gleich mal positive Beziehungen. Ach so. Nee, du warst jetzt gar nicht gemeint. Stimmt, die muss ich auch noch zivil ausrüsten. Das habe ich komplett vergessen. Hier, mit dir wollte ich reden. So, pass auf. I want to be known by another name. Versammelt eure Gefährten, was eure Position im Clan angeht. Ah! I would like to serve me as Fian. Bestowing knighthood requires 5000 gold. Ah, dafür haben wir diese ganzen blöden Scheißtitel gehortet. Dafür. Ach so. Ach so. Jetzt verstehe ich das überhaupt. Ach, okay, okay, okay. Warte mal. Ja, dann ist ja egal. Lordship, Lordship, Lordship. Hier. Okay. Thank you, meine Dame. Okay. Können wir auch hier. Ah, super. Können wir sie auch noch ehren. Ah, siehste. Und schon haben wir wieder positive Beziehungen. Ah, das ist ja geil. Natürlich. Klar, Corain. Zum einen, Corain stellt gefälligst wieder einen scheiß Trupp zusammen. Und zum anderen kann Gwyneth. Natürlich, Gwyneth kann ja auch Trupps zusammenstellen. Gut, die hat Vogt 4. Die wird also nur Winz-Trupps zusammenstellen. Aber egal. 135 Truppen? Die kann am Anfang 135 Truppen befehligen. Okay, das ist geil. Warte mal, dann sortieren wir mal nach... Hier, ich gebe ihr mal den ganzen Crap. Das ist ja... Muss sie ja nicht wissen, dass ich das mit Absicht mache. Aber... Okay, das ist geil. Das ist eine coole Sache. Das gefällt mir. Okay, dann habe ich jetzt endlich mal einen Grund, also diese ganzen Titel dazu... auch Leuten dazu verleihen. Ah, ich bin ja doof. Ja, das ist halt das Problem, wenn man sich die Sachen nicht durchliest, weil man einfach nur zocken möchte. Und dann erst im Laufe des Spiels draufkommt, wie das System funktioniert. Ja, super. Ja, geil. Aber okay, bitte. Du wirst hier auf jeden Fall einen guten Job machen. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Hauptsache, du läufst nicht in meinem Trupp rum und jammerst die ganze Zeit rum, wir haben schon wieder ein Dorf geplündert oder wir haben schon wieder Leute abgeschlachtet. Das darf man nicht, das ist illegal. Das sind mir ja die allerliebsten, immer die barmherzigen Charaktere, die dauernd am Quengeln sind, Alter. Ich erinnere mich noch, als wir mit dem Wolf gespielt haben. Hier mit der Frau Weidenrinde. Die ganze Zeit rumgejammert hat. Ich mag das nicht. Wir dürfen das Dorf nicht überfallen. Doch, wir dürfen. Halt's Maul. Ach, Mann. So, hier, ja, da kommt doch einiges zusammen. Und ich muss dafür keinen einzigen von meinen hochwertigen Truppen abgeben. Das sind einfach nur Leute, die ich nicht mehr brauche. So, hier, wie sieht das aus? Ah, okay, gut. Jetzt haben wir, glaube ich, alles beseitigt, oder? Ah, ne, eine vlandische Karawanenwache habe ich übersehen. Siehst du mal, gut, dass wir nochmal durchgucken. Gut. Und, ach ja, komm. Einfach so, wir geben ihr nochmal ein bisschen was hier. So ein bisschen solide Infanterie. Da ein paar Bogenschützen vielleicht. So. 10 Bogenschützen, warum denn nicht? Ein paar Schwertmeisterinnen. Die soll schon was Gescheites bekommen, auch von mir. So, und dann kriegt sie nochmal 5 Gardisten. So. Also, wenn das keine hochwertige Truppe ist, dann weiß ich auch nicht. So, wer könnte noch einen Trupp erstellen? Lupus könnte noch einen erstellen, habe ich ja schon gesagt, will ich aber erstmal gar nicht. Aber, wo ich jetzt gerade dran denke, wir müssten allgemein mal so ein bisschen runter von der Truppenkapazität, glaube ich. Also, beziehungsweise ich muss mal anderen Leuten auch die Chance geben, den Vogt-Skill zu leveln, oder? Ich meine, wohl andererseits, warte mal, wir könnten die Nadel zum Beispiel entsprechend boosten. Mal kurz hier zum... Hier mal kurz hier mit der Nadel reden. Wo ist sie denn? Da. I await your orders. Jo, pass auf. Ich möchte euch für eure Dienste belohnen. Ach so. Folgt mir. Warte mal. Was wollte ich jetzt eigentlich? Was eure Position im Clan angeht. Ah! Quartermaster, give me an overview. Ne, ich überlege gerade, ob ich auch aus ihr auch einen Vieren machen soll, dass die auch einen eigenen Trupp anführt für uns. Ist vielleicht nicht verkehrt. Ja, genau. Da nehmen wir die gleiche Lordship. Sehr schön. Okay, dann ist die auch noch mit dabei. Das ist doch gut. Pass auf. Trupps. Dann kann die Nadel ab jetzt auch einen eigenen Trupp haben. Und die kann schon 150 Leute mitnehmen. Das ist ja schön. Ja, komm. Komm, wir machen jetzt mal, wir stellen das Ganze mal hier jetzt auf neue Beine. Würde ich sagen. Nehmen wir hier mal. Zack. So. Wir backen jetzt mal gerade mal ganz kurz selber etwas kleinere Brötchen. Das sollte klar gehen. Hier 100. So. Kriegst du noch 15 hiervon. 15 davon. 10 Ritter. Und dann kriegst du auch noch ein paar Gardisten hier. Komm. Dann bist du schon auf 150. Perfekt. Und läufst mit einer ausgezeichnet ausgerüsteten Truppe herum. Was Schöneres kann man sich hier gar nicht vorstellen. So. Gut. Das ist ja schön. Das heißt, die Nadel ist jetzt auch aus unserem Team erst einmal raus. Ist die Frage. Die Nadel. Ah, die ist hier tatsächlich jetzt auch aus der Liste raus. Okay, verstehe. Die zählt auch tatsächlich nicht mehr als Begleiter. Interessant. Hätte ich ja nicht unbedingt gedacht, aber... Na,
Ja, das dürfte interessant werden noch. Aber komplette Umstrukturierung einfach. Warte mal kurz. Nadel. Ach, das ist eine Vasallin, tatsächlich. Also, das ist kein eigener Clan. Nee, das ist kein eigener Clan, sondern das ist tatsächlich einfach nur ein direkter Vasall, verstehe. Na, wie geht's dir? Ach ja, die macht nichts Besonderes. Okay, das heißt, das hätten wir damit geklärt. Ja, und die Leute laufen jetzt hier rum. Ah, ach, ist das süß bei der Minimap. Ha, da reitet sie auf dem Drachen. Wie nett. Na gut. Dann viel Erfolg wünsche ich euch. Ich muss auf jeden Fall jetzt mal schauen hier. Jetzt haben wir ja gerade ziemlich Truppen abgespeckt. Da können wir die Gelegenheit nutzen. Gut, zum einen mache ich das jetzt selber hier. Den Wundarzt mache ich auch wieder selber. Und Quartiermeister. So, wen wollen wir dafür hernehmen? Dann nehmen wir doch dafür jetzt nochmal jemanden, dem wir später auch ein eigenes Lehen geben wollen. Vielleicht der Leitstern könnte das auch nochmal machen. Wisst ihr was? Die macht das jetzt. So, Baumeister. Ich habe Baukunst 89, da mache ich das weiterhin selber. Wundarzt habe ich auch die besten Möglichkeiten. Sehr gut. Okay, mache ich das selber. So. Sieht doch soweit ganz ordentlich aus da in unserem Trupp. Ich meine, wenn wir später noch mehr Begleiter finden sollten, können wir die auch in unsere Trupps da reinstopfen. Also, das wäre ja kein Problem. Gut. Wallanby. Will ich das für mich selber claimen? Ja. Ich will das Ding selber für mich haben. Nein, lasst mich in Ruhe. Ich will das haben. Geht weg. Ihr seid blöd. Na, also geht doch. Na? Ragea. Du zahlst ganz brav Tribut, aber warum eigentlich? Habt ihr keine Kriege oder so? Hm. Doch. Mit lauter so Winz-Clans. Hm. Was macht Sturgia derweil? Die sind alle nur im Krieg mit ihren Standardfraktionen. Ja, die KI ist scheinbar so verwirrt, dass sich da nichts mehr heilen lässt irgendwie. Das ist schade. Aber gut. Müssen wir halt schauen, dass wir weiterkommen mit dem, was wir so tun. So, Batania. Wie sieht's aus? Batania hat mit irgendwelchen Winz-Clans Krieg. Ach, mit dem Schwein. Der ist auch schon 54 mittlerweile. Eieieiei. Ja, gut. Hm. Interessanterweise sind wir einer der Freunde von ihm. Kriegserklärung in Betracht ziehen. Wir haben aktuell null Unterstützung. Gut, klar. Die Leute müssen sich jetzt alle erstmal wieder setteln. Wir gehen jetzt erstmal hier rüber und... Oh. Was ist denn nun passiert? Der Aromak. Jetzt hat sich Sargot abgespalten. Ich glaub's ja wohl nicht. Das gibt's doch nicht, verdammte Kacke. Mann, ist das dumm. Okay, aber pass mal auf. Also erstmal Cortain in Vlandia gibt's nicht mehr. Das ist eine nützliche Information. Aber zum anderen, wir heben jetzt mal ganz kurz dieses Piratennest aus. Und jetzt gerade, wo ich meine Armee abgespeckt habe. Das ist echt arschig von euch, wisst ihr das? Jetzt gerade, wo ich mal so ein bisschen Piano machen wollte, kommt ihr und scheißt hier komplett rein. So, okay, warte mal. Volle Blüte oder Jungen respektvoll? Jungen respektvoll. So, ja, oh Gott. Und ich habe ganz vergessen. Wir haben ja noch ganz, ganz viele Punkte zu vergeben. Ach du Scheiße. Oh je. Okay, tut mir leid, das muss jetzt leider gemacht werden. So. Athletik sind wir gut dabei. Das leveln wir auch gleich mal aufs Maximum. Zack, so, Führung. Sodela, das sieht doch soweit gut aus. Der Rest ist
Soweit okay, tatsächlich. Es geht eigentlich. Dann, ja gut, wenn die ein eigenes Ding später führen soll, dann braucht sie Führung. Sie braucht ein bisschen Ausstrahlung. Sie braucht vor allem Vogt. Taktik kann man ein bisschen verbessern. Speer von mir aus auch. Ja gut, zwei Hände können wir mal aufleveln. Ja, was den Rest angeht, die wird zu Fuß rumlaufen, also. So. Gut, dann machen wir das gerade noch mal ganz schnell. So, ein Ruhetag, nein, Zähne zusammenbeißen. Energetisch, stark. Starke Beine, Schmerzen ignorieren. Zack, so. Führung, Kampftipps, Medizin, Vorsorgemedizin und Zähne zusammenbeißen. Enge Formationen, genau, das geht ja alles ganz schnell. Pfadfinder oder Wasserhellseher? Pfadfinder. Gut, dann hier. Holzfäller. Getauft in Blut. Schildbrecher. Berserker. Funktioniert ja alles wunderbar. Schildbrecher, Jäger. Gut vorbereitet, abwerfen. Das kann man ja alles schon so ungefähr im Kopf. Dreifach Schaden gegen Schild mit Wurfäxten. Okay, das war dumm. Das war richtig dumm. Ja, geil. Jetzt hab ich den ganzen Scheiß auch noch zurück. Oh Gott. Egal. Egal, egal. Manches Mal könnte ich mich echt ohrfeigen. So, Athletik auf 10. Wurf 5. Stangenwaffe auf 5. Hier auch auf 5. Alles auf 5. So, Scholarship jeweils 1. Ah, jetzt habe ich hier 2 gegeben. Na naja, gut, ist egal. Scheiß drauf. Okay, Punkte weg. So, also der Scheiß nochmal. Ja, tut mir leid. Sowas ist extrem ärgerlich. Nachtläufer. Wasserhellseher in einem Pfadfinder. So, morgendliche Übungen. Jetzt habe ich aus Versehen morgendliche Übungen genommen. Naja, gut. Ist jetzt egal. Da ist tatsächlich jetzt gar nicht so wichtig. Bei sowas, das ist jetzt nicht so wild. Dann energetisch, stark, starke Beine, Schmerzen ignorieren, mächtiger Schlag. So. Also jetzt nochmal Schildbrecher, Jäger, gut vorbereitet, abwerfen, Scharmützler, Zoom, zack, einfallsreich, hohe Reichweite, nein, perfekte Technik. Dann Fällen, unaufhaltsame Macht. So, nochmal Stangenwaffe, Spießträger, auf Abstand halten, schneller Schwung. Harter Schlag. Nochmal Schildbrecher und Berserker. So, und jetzt haben wir noch die 11 Dinger hier. Gewickelte Griffe, nee, Klopper. Dann zack. Und Schildträger, Ausbilder, Schildwall, das geht ja alles schnell. Soldatische Tradition. Gute Beispiel vorangehen. Stahlkernschilde. Unerschütterliche Verteidigung. Zack und zack. Der Weg des Schwertes, wunderbar. Jetzt haben wir noch 6 Punkte, die wir hier geben können. Intelligenz und der Rest fließt in Elan. Super. Haben wir sie schon mal fertig. Und jetzt haben wir noch sie. Ah, jetzt haben wir erstmal Broik der Ritter. Jung und respektvoll, haben wir ja gesagt. Der Leitstern kriegt Bezahlung und Versprechen. Und dann haben wir noch den Hame. Nachtläufer, Pfadfinder. Da sie ja einen eigenen Trupp führt, gehen wir ihr da mal möglichst viel Leveling drauf. Je mehr Führung, desto besser. Medizin, die muss ja alles selber machen. Vogt ebenso.
So, pass auf, genau, Taktik. Dann gehen wir nochmal hier so drauf. Genau. Jetzt haben wir eigentlich alles Wichtige, oder? Na gut, hier jeweils noch. Ja gut, dann halt nicht. Ist ja auch egal. Dann geht das alles in Elan. Und einer geht noch in Menschenkenntnis. Führung. Kampftipps. Mehr Truppgröße. Mächtig. Genau, gestützt. Wuchtschlag. Zähne zusammenbeißen. Energetisch. Stark. Starke Beine. Wir kennen das ja. Ja, mächtiger Schlag. Dann effizienter Köhler. Stahlmacher. Das ist ja nicht so wichtig eigentlich, aber das sind halt so Sachen, die gemacht werden müssen. Und die extrem wichtig sind. So. Scharmützler, Zoom. Zack, genau. Hohe Reichweite, ne, perfekte Technik. Pfählen und das hier unaufhaltsame Macht. Kriegen wir alles schnell hin. Dann Holzfäller. Am Abgrund, getauft in Blut. Schildbrecher, Berserker, hervorragend. Dann haben wir als nächstes Klopper. Wir haben schnellen Schlag. Schildträger, Ausbilder, Schildwall, soldatische Tradition. Gute Beispiel vorangehen. Stahlkernschilde, unerschütterliche Verteidigung und Prestige. Jawohl! Sehr gut. Also, haben wir die auch noch kurz mal vorbereitet hier. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Also, ich hoffe, das ist jetzt nicht die ganze Zeit so, dass sich da Sachen hier von mir abspalten. Das ist ein bisschen nervtötend, ehrlich gesagt. Bin ich kein Fan von, um ehrlich zu sein. So, nehmen wir mal die Rüstungsbrecher hier. Fertig. Lass mal die mal ein bisschen den Job machen. Ich möchte mal schauen, was die machen. So. So. Everyone, engage! So, engage. Dann schauen wir uns die mal an, wie die da abknallen. Mit ihren Büchsen. Ah, scheiße. Bewegliche Ziele treffen ist gar nicht so einfach. Okay, das ging schnell und unbürokratisch. Oh, knapp. Alter, das war knapp. Ich hätte den ja fast getroffen. Wow. Also, ganz, ganz knappe Kiste. Das gibt's ja nicht. Naja. Alter, sag mal, seid ihr blind? Also manches Mal frage ich mich schon bei den Leuten. Ob so nur so ganz kleines bisschen blind sind. Gut, andererseits, er hat nicht hingeguckt, aber man hört das doch. Wenn da jemand in Vollrüstung in der Gegend herumklappert. Schweinerei. Sag mal. Alter, dauerhaft im Stunlock ist aber auch so eine Scheiße. Das ist so blöd, dass es da auch keinen Trade gibt, dass man das irgendwie, was weiß ich, 50% Chance, dass dich ein feindlicher Hit nicht unterbricht oder so. Das würde die ganz großen Blobs immer noch völlig overpowered machen. Aber trotzdem, es wäre ein bisschen die Möglichkeit, dass man nicht jedes Mal unterbrochen wird, wenn man versucht, was zu mahnen. Das nervt doch tierisch. So, das war's mit dir. Jetzt ist nur noch einer übrig. Ah. Okay. Ist ja jetzt keine so riesige Banditen-Crew, also das sollte kein Thema sein. Jo, ihr da, verdammt, ihr habt eine regelrechte Schneise durch meine Männer geschlagen. Nun gut, ja.
Ja. Easy going. So, nehmen noch die Gefangenen. Obwohl, nee, ganz ehrlich, ich will nicht mal die Gefangenen haben. Das ist so ein Scheiß. Okay, haben wir wieder sehr viel... Oh, ja, ja, wir haben wieder sehr, sehr viel Zeug hier. Viel zu viel, Alter. Wir sind überladen. Okay. Ja gut, das liegt wahrscheinlich daran, dass wir nicht genug Truppen haben. Weil die Truppen bieten ja auch Tragekapazität. Wie sieht denn das aus überhaupt jetzt bei unserem Trupp? Ist das jetzt so eingestellt? Ja, sie ist Quartiermeisterin. Okay. Das sind tatsächlich 100 Leute weniger, die wir mitnehmen können. Das heißt, ich mache das selber, oder? Ich mache den Wundarzt selber. Aber ich kann... Kann ich nicht beides gleichzeitig machen? Ja, dann soll halt Taiping das Ding machen. Mir doch egal. Aber trotzdem, jetzt mal hier kurz mal zum Handel noch gehen, bevor wir den Part beenden. Und... Jetzt gerade nochmal schauen. Was ist denn da so schwer? Achso. Ja, was frage ich überhaupt? 10 Tonnen Getreide, 10 Tonnen Orangen und Karotten und weiß ich nicht, Eisenerz und Äpfel und was man sonst noch alles für einen Schrott mit sich rumschleppt. Ja, das arme Getreide. So. Gut. Ganze Brot und so weiter, alles, kann alles weg. So. Wollen wir nochmal Truppen rekrutieren hier. Zumindest so ein bisschen. Gehen wir mal hier runter nach Rulund. Machen wir hier eine kleine Rekrutierungsrunde. Ja, ganz ehrlich, also... So ein Scheiß. Damit Sargot, das nehme ich jetzt echt übel, ey. Dey Aromak. Die haben ja wohl einen Vogel. Ich hätte die unterwerfen sollen. We've got no quarrel with you. Ja, aber ich habe einen Squirrel mit euch. Komm. So, haben wir noch ein paar Gefangene hier. Sehr gut. Aha, nö. Nö, den Kram will ich nicht. Lasst mich in Ruhe. Gehen wir mal nach Jakulan noch. Zum Rekrutieren, beziehungsweise erstmal hier hin. Ich weiß ja noch nicht, in Sargot war doch die Treue auch bei 100%. Also. Achso, das ist jetzt der ganze batanianische Kram. Ne, den will ich natürlich nicht. Okay, ich muss es so auswählen, weil so geht es am einfachsten. Aber ist so krass, Alter. Also hier kann ich auf jeden Fall sogar Berittene mir holen. Das ist richtig gut. Dann gehen wir noch hier rüber. Truppen holen, jawohl. Sind jetzt natürlich keine High-End-Elite-Truppen mehr, also wir werden mehr Verluste haben bei den nächsten Schlachten, aber ganz ehrlich, das ist, glaube ich, verschmerzbar für uns. In Sargot herrschen Unruhen, Alter. So, Truppen rekrutieren. Ja, ist ja genug Zeug, was hier rumläuft. Ganz normalen Rekruten hier. Die sind alle noch für eine Sache gut hier. Zack, zack, zack. Her damit. Dankeschön. Es war mir eine Freude. Gehe ich nochmal hier runter nach Aromak. Oder Aromank. Oder whatever. Truppen rekrutieren. Ja gut, okay. Alter, hier sind hochwertige Leute teilweise mit dabei. Ich bin ja begeistert.
So. Dann rüber hier zu Botsmank. Ja, haben wir auch noch ein paar, ne? Ist auch nicht schlecht. Hört mal was? Die greift Corraine an? Dann müssen wir mal Corraine kurz helfen. Ah. Sehr schön, Corraine. Bitte, für die... Da brauchst du dich nicht für zu bedanken. Das habe ich gerne gemacht. Ich werde ja wohl meiner eigenen Mutter helfen hier. So. Dann schauen wir mal. Haben jetzt alle nochmal Upgrades gekriegt. Na, immerhin. Sehr gut. Dann haben wir hier nochmal ein paar Güter. Ein paar Pferde. Habe ich eigentlich Herdenmalus? Wahrscheinlich, ne? Ja, aber komm. Verschwinden geringen Herdenmalus. Das ist jetzt nicht das Problem. Ja, aber ich überlege jetzt gerade halt wirklich trotzdem. Ich muss eigentlich noch einen Clan ins Leben rufen. Ich muss noch einen Clan ins Leben rufen. Die Frage ist nur, will ich den in Sargot, will ich Sargot behalten oder eher nicht? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil wenn ich mir das jetzt so angucke hier mit den Lehen, Alter, Brabant ist wo? Boah, Brabant ist reich. Eieiei, Brabant ist reich. Oh, das wird denen den übelsten Push geben. Also, puh. Garland, Wallanby, naja, gut. Charas, da erholt sich alles jetzt langsam. In Wallanby geht die Treue runter. Hm. Ja, gut. Ist gerade frisch erobert. Das ist natürlich sogar irgendwo verständlich. Lehen, Wallanby. Habe ich noch gar keinen Statthalter dort eingestellt, sag mal. Ja, gut. Dann soll das halt der Hai machen, oder? Ja, gut. Okay, na gut, mal schauen. Burg Hongard braucht eigentlich nicht unbedingt einen Statthalter, da ist es ziemlich egal. Aber, ja. Gut, rekrutieren können wir ja auf jeden Fall nochmal ein paar Leute. Sehr gut. Und er speichert schon wieder. Na, aber wie passend, dass das direkt hier zum Ende des Parts passiert. Weil dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, wo wir dann erstmal Sargot zurückerobern müssen. Es brennt ja an allen Ecken und Enden. Das ist echt ein Wahnsinn, du. Also, dabei habe ich mich echt bemüht, da noch irgendwie die Treue überall hochzuhalten. Aber das ist scheinbar nicht so einfach, wie man vielleicht manches Mal denkt. Aber ich bin echt vor allem jetzt froh, dass wir noch zwei neue Begleiter gekriegt haben. Das war jetzt echt durchaus wichtig. Gebende Hände. Ja, ist okay. Und Morwena, glaube ich, wird den nächsten neuen Clan begründen. Das denke ich, das habe ich mir jetzt schon im Geiste schon so entschieden. Aber gut, wir speichern das Ganze mal ab. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und dann mal sehen, dass wir Sargot im nächsten Zug wieder erobern. Ja, und Sargot könnte das Lehen für einen neuen Clan sein. Eventuell. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht, wenn Morwena dann direkt mit einer eigenen Stadt anfängt. Aber ich muss mir das alles mal anschauen. Aber gut. Bis dahin, macht's dabei gut. Servus und ciao.